Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Gamer-Freunde, meine lieben Freunde der hämmernden Tasten. Wir befinden uns hier immer noch in, wie heißt es sein Ding nochmal, Saartal? War es Saartal? In Saartal, genau. Und wir haben hier dieses ganz verrückte Rätsel in der letzten Folge gelöst. Und jetzt gehen wir einfach mal weiter. Keine großen Reden schwingen, einfach weitermachen. Können wir jetzt in die rechte Hand... Ah, in der rechten Hand wären dann schon Flammen. Gut. Ah, eine Tür. Eine Eistür. Ach, hey. Ach, hey. Wo sind wir denn nur hier gelandet? Wir sind zu fünft in dieses blöde... Gut, zu sechst mit Lydia. Dieses dumme Ding reingegangen. Wir sind nur noch zu zweit hier unterwegs. Ich höre doch jemanden. Wo? Das klingt nicht so einladend. Ich rufe einfach unser Feuer-Atronal da oben. Drogengeisel, das ist ein bisschen stärker, glaube ich. Das können wir auch. Komm. Hä, haben wir denn jetzt gerade nichts ausgewählt oder was? So, komm. Die Magie hat nachgelassen. Nicht die Oberhand gewinnen. Aber wir hatten vorhin, also beziehungsweise letzte Folge, ein bisschen Magie aufgenommen. Aber wir nehmen einfach mal hier den hier. Jetzt gleich noch Magika verstärken hinterher. Oh, wir müssen aufpassen. Jetzt treffen wir Lydia. Das wäre nicht gut. Das wäre überhaupt nicht gut, wenn wir Lydia treffen. Da, sie steht wieder. Geht's mit? Komm, komm her. Gleich haben wir. Sehr gut. Geht's dir gut? Können wir da nicht irgendwie... Haben wir heilende Hände ausgewählt? Nee, ne? Na, wir können uns ein bisschen... So. Wo ist er denn gelandet? Da ist er gelandet. Ah, brauchen wir nicht Gold. Ja. Hallo. Und tschüss. Ich habe doch nur Hallo gesagt, also bitte. So, von da kamen wir. Können wir einfach nur auch hoch. Leinentuch, Einbalsamierungswerkzeug. Lydia. Haben wir das Ende erreicht? Gold. Hä? Oh. Das ist doch eine, das ist so eine magische Falle, glaube ich. Ist da drüben noch was? Nur kaputte Krüge. Schon wieder Lydia, das hatten wir doch gerade eben erst. Ich glaube, wir können das so kaputt. Jo. Gut. Da ist noch. Okay. Suchen Droge. Die haben gut Gold zwischen den Rippen immer versteckt. Finde ich gut. Ach, nö. Aber diesmal sehe ich es gleich da oben. Was erwartet uns denn dann dahinter wieder, ey? Ui. Okay. Oh, okay.
Also, warte mal. Der hier hinten bewegt die auf der Seite, ne? Ich drehe nochmal kurz. Genau. Der hier dreht... Alle? Ja. Der hier dreht... 3. Okay, der dreht 1. Der dreht 2, der dreht 3 und der dreht 4. Also können wir den hier eigentlich als letztes drehen, weil da ändert sich ja eh nichts. Wir müssen jetzt nur gucken. Theoretisch. Ist doch eigentlich logisch. Pass auf. Der dreht alle 4, ne? Genau. Dann machen wir jetzt hier den Wal. Da der alle 3 dreht, müsste da drüben der Wal bleiben. Dann drehen wir jetzt hier zur Schlange. Genau. So, dann war der das hier mit den 2, ne? Muss man. Adler. Es bleibt. Ah, nein, der Adler war doch schon so ein Mist. Oh, hi, Lydia. Und hier haben wir nochmal unseren Walfisch. So. Erledigt. Ich dachte kurz, echt, wir hätten das Ende schon erreicht. Wartet, mein Junge, wartet. Was? Ich dachte, es sei höchste Zeit, dass ich wieder zu euch stoße. Nett. Das ist sehr nett von dir. Was könnte dies für ein Ort sein? Gute Frage. Oh! Was macht denn das hier unten? Lieder von Himmelsrand. Mal wieder was für unsere Lesemäuse. Ich werde jetzt nicht singen. So, das nehmen wir mit. Das ist gut, ein Alchemielabor. Aber was macht denn ein Alchemielabor hier unten? Was kann man denn herstellen? Gesundheit wiederherstellen und zwar durch Blasenpilz, genau. Wir werden das bekommen. Wir stellen jetzt das einfach her. Das können wir gebrauchen jederzeit. Magika verstärken. Ungern die Tundra-Baumwolle dafür verschwenden. Und noch haben wir ja ein bisschen. Magika senken, Feuerresistenz. Mal Alchemie beenden, ja. Okay. Gut. Nein! Nein, tritt doch nicht nochmal! Der tritt die echt nochmal drauf. Aber wenn das Ding hier ist... Ach, herrje. Ach, Herr Jemini. Hat er gespeichert, oder? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Werden Feueratronarchen brauchen. Gut, wir haben jetzt... Haben wir uns Gesundheit wiederherstellen hier hingelegt? Gesundheit wiederherstellen. Ich sehe nur nicht, wie viele wir davon haben. Das ist doch doof. Wir haben hier 2 Gesundheit generell. Gesundheit wiederherstellen. Hä? Ah, hier, die Kleinerin. Haben wir 4 Stück insgesamt. Ah, bringen aber mehr. Bringen 26 Gesundheitspunkte. Das wird dich interessieren, Teufdir. Also so etwas. Und seht euch das an. Ich hätte mir nie... Was war das? Hi. Haben wir ihn jetzt beschworen, ja, ne? Angriff! Boah, geh weg! Wo haben wir's denn? Wo haben wir's denn? Nein! Aber Eichenhaut könnte man eigentlich auch wirken. Wir haben nicht genug Magie.
Der Gegenstand ist nicht ausreichend geladen. Ein Moment. Ey, zum Glück haben wir da immer Zeit, das zu machen, ey. Ladung. Der nimmt gar keinen Schaden. Doch, jetzt. Jetzt. Jetzt nimmt er Schaden. Wir haben ihn irgendwie gerade anscheinend nicht getroffen. Gleich haben wir ihn. Jawohl. Wow! Was für ein Arschloch! Was für ein Arschloch! Was für ein Poloch! Fragment von Goldus Amulett steigert Magiker um 30. Goldknochenmehl Versiegelungsformel. Begonnen, die verbotene Legende. Gebunden. Was? Gehe der kryptischen Botschaft nach. Gebunden seid ihr, Jürik, Mörder und Verräter. Verdammt durch euren Frevel gegen Fürst und Reich. Vergessen seien Namen und Taten im Land eurer Väter und eure Magie unserem Schutzzauber weich. Mhm. Die ganze Ballen. So, noch irgendjemand, der uns hier überraschen möchte? Na, gemütlich hat das hier gehabt. Stab von Jürik Galdus Sohn, was bringt uns das denn? Ziel, erleidet 25 Punkte Schaden und doppelt so viel Magika-Schaden. Interessant. Ach, da liegt eine Droge vor ihm. Ob das seine Frau war? Nimm, was du kriegen kannst und gib nichts mehr zurück. Was denn? Ein Trollschädel. Nö, brauchen wir nicht. Heiliger Kuhmist, ey. Kann ich das irgendwie berühren, oder? Wo ist ein Teufeltier? Das ist einfach faszinierend. Was ist das für ein Ding? Ich habe keine Ahnung. Das ist erstaunlich. Wirklich erstaunlich. Der Erzmagier muss sofort informiert werden. Das muss er mit eigenen Augen sehen. Ich wage es nicht, das hier unbeaufsichtigt zu lassen. Könnt ihr zur Akademie zurückkehren und Savos Aren von dieser Entdeckung unterrichten? Bitte beeilt euch. Ja, kriegt man hin. Aber erst gucke ich mich hier selber nochmal um. Platz. Seid bereit, euch zu verteidigen. Immer. Immer. Gibt es hier irgendwo eine Abkürzung? Ah, hier dann. Gut. Gibt es hier aber noch irgendwas zu entdecken? Ist natürlich auch interessant, ne? Aber ich glaube nicht. Ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir jetzt mitgenommen. Bei Bekleidung wollte ich gucken. Jetzt haben wir aktuell das hier um den Hals, ne? 3% weniger Magie. Aber steigert Magie um 30. So. Aber schönes Türkis, muss man sagen. Was höre ich denn da? Ja, geil. Ja, sehr cool. Damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Eisform. Könnten wir verbessern. Aber dafür brauchen wir eine Seele. Ja, ich traue mich das aber nicht. Treffen wir damit dann auch Lydia?
Ich würde das ja gerne mal einsetzen. Steinhaut. Steigert den Rüstungswert des Zaubers in 60 Sekunden lang um 60%. Noch ein Amulett. Plus 15 auf Redekunst. So, das Buch lesen wir jetzt auch gleich. Nee, ich hatte jetzt auch gerade in dem Kampf schon überlegt, das einzusetzen, aber... Können wir ja schon. Gut. Wir lernen fleißig weiter. Ausgrabungsstätte. Ich frage mich immer noch, wo die anderen Studenten sind. Wir entdecken ja sonst was und die trollen sich irgendwo nach vorne darum. Wo muss ich ziehen? Hallo? Ah, da. Wo sind wir? Können wir jetzt hier runter einfach? Ja, ne? Immer klar. Gut, gut, gut. Jetzt müssen wir den ganzen Weg zurück. Kann der nicht irgendwie eine Taube schicken oder irgendwie sowas? Oder irgendwie. Ach, was weiß ich denn? Der soll sein Handy zücken und einfach anrufen. Ah, so viel haben wir die Stufe gar nicht erhöht jetzt, ne? Wir haben Drachen getötet. Wir haben diese Quest jetzt erstmal soweit geschafft. Aber nicht mal die Hälfte wurde aufgefüllt. Schade. Was soll denn das jetzt schon wieder? Das klang jetzt nicht einladend. Ja, ich traue mich, wie gesagt, bei der Eisform nicht so ganz. Und es ist mal wieder dunkel. Obwohl, als wir reingegangen sind, war es hell. Ich will mich ja nicht beschweren. Mir kommen die dunkle, also die Nachtzeit nur irgendwie immer länger vor als die Tagzeit. Das ist ein bisschen nervig. So, mal gucken, ob wir jetzt wieder auf irgendeinen Händler... Ah, das kam von dem Vorsprung runter. Interessant, interessant. So, wo müssen wir jetzt lang? Ja, nee, nee. Nee, nee. Tada. Und tschüss. Wow. Okay. Ich bin gleich tot. Verdammte Axt, ich bin gleich tot. Ey. Wir kriegen hier alles hin. Und so ein fucking scheiß blöder Säbelzahntiger tötet uns. Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Wir töten Drachen, wir töten Droge, wir töten irgendeinen toten Gauner. Aber wir schaffen es nicht, diesen Säbelzahntiger zu töten. Ja, zum Glück hat er sie gespeichert, ey. Meine Fresse, ey. Der ist bestimmt immer noch da. Ist doch nicht euer Ernst. Nee, nee, nee. Ach, jetzt ist er weg, oder was? Nee, da ist er. Veränderung verbessert, sehr gut. Wir können auch kühnes Frieden einsetzen, aber jetzt probieren wir es einfach. Das stirb! Bleib hier!
So. Oh, Wölfe bloß. Oh, ich dachte, da kommen noch mehr Säbelzahntiger an. Irgendwas ist da noch. Noch ein Wolf. Ach, es war unser Feuertronarch, der den Schuss abgegeben hat. So. Noch irgendjemand? Meine Güte, ey. Wir müssen um den Berg rum, ne? Was haben wir da? Schneebäre! Ich möchte jetzt bitte meine Ruhe haben. Ich habe jetzt keine Lust auf einen weiteren Schneesäbelzahntiger. Hi, warum verfolgst du uns? Na schön, gebt mir eure Wertsachen, sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Hier, nehmt, na klar, eher würde ich sterben, geht sofort. Netter Versuch, aber mir jagt ihr keine Angst ein. Wann bekommen wir das denn mal hin, die einzuschüchtern? Ich werde euch nicht noch einmal fragen. Dafür habe ich keine Zeit. Geht fort. Ihr doch. Hättet nie herkommen sollen. Dein Ernst? Das war ja. Alter, du bist doch dumm. Alter, ist doch einfach nur doof im Kopf. Schon allein, weil wir auch zu zweit unterwegs sind. Aber ich habe mich jetzt gefragt, wer ist denn da? Kommt jetzt Goldie. Nee, wie hieß der nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Der jetzt zurückgeblieben ist. Mit Namen merken ist echt schwer bei mir. Ich dachte, jetzt kommt er doch mit. Oder vielleicht einer der Studenten mal. Nein. Die haben sich vielleicht auch verlaufen. Das ist vielleicht auch möglich. Die irren da jetzt noch irgendwo herum und denken, ich komme nicht raus. Und dann komme ich an denen vorbei und sagen sie, bitte nehme ich mit. Sag ich, nö. Nein. Das habt ihr euch selber eingebrockt. Jetzt müsst ihr die Suppe auch selber auslöffeln. Vorsicht, Lydia, nicht runterfallen. Sonst fällst du tief. Und das willst du doch nicht. Hui! War das gerade irgendwie ein bisschen böse, dass wir da jetzt durchrennen? Ja, ich weiß, ich habe jetzt die Vergangenheitsform benutzt und dann die Gegenwartsform, weil mir aufgefallen ist, dass da noch so ein blaues Lichtbrunnen gedöns ist. So, wir sind jetzt mittlerweile bei 23 Minuten angekommen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir das Gespräch jetzt mit dem Erzmagier hier noch dieser Folge machen. Wo müssen wir denn da hin? Dürfen wir jetzt schon rein hier? Ach, auf einmal ist offen. Na, aber auf einmal. Als wüsste der das. Der hat das im Urin. Oh, ich mach mal meine Tür auf. Ich glaube, da kommt gleich einer. Ich glaube, der will mit mir reden. Ich mach mal vorsichtshalber die Tür auf. Ah. Erzmagier. Hallo. Oh, hier wird's mir gefallen. Grüße. Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Vielleicht sogar für mehrere, wenn ihr Talent habt. Das ist der war ja schon draußen vorhin. Es ist kein Geheimnis, dass der Ruf der Akademie in Himmelsrand befleckt ist. Wir haben sogar schon mit ihm gesprochen. Ich muss mit euch über Saartal sprechen. Bitte sagt mir nicht, dass noch ein Schüler verbrannt ist. Ich muss mich gerade schon um genügend Dinge kümmern. Wir haben so eine Art Kugel gefunden. Teufdir wollte sie sich ansehen. Wir haben etwas in Saartal gefunden und Teufdir meint, es könnte wichtig sein. Na, damit er schon mal ein bisschen grob Bescheid weiß. Ich verstehe. Ich hoffe, es gibt von Teufdir noch eine genauere Erläuterung. Danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt.
Tolfdir kümmert sich normalerweise um eure kleine Gruppe, oder? Da er anscheinend beschäftigt ist und ich diese Entdeckung mit eigenen Augen sehen muss, solltet ihr vielleicht damit beginnen, dieses Thema zu untersuchen. Sprecht mit Urak im Arkanaeum. Vielleicht kennt er etwas, das zu eurer Entdeckung passt. Und? Gute Arbeit. Wenn ihr das nächste Mal Nordruinen erforscht, könnte euch das hier womöglich helfen. Stab des Magierlichts hinzugefügt. Sehr cool. Ran an die Bücher. Machen wir gleich. Habt ihr jemals den Psychic-Orden getroffen? Persönlich nicht. Einer aus ihrer Gruppe beriet den Erzmagier, als ich noch in der Ausbildung war. Aber das war vor vielen Jahren, bevor alle Mitglieder des Ordens zurück zur Insel Artaeum berufen wurden und er komplett verschwand. Okay, na dann. Bis zum nächsten Mal. Jo, definitiv. Dürfen wir hier ein bisschen was benutzen? Wäre das okay? Dazu bestimmt ja auch ein... Ah, da haben wir es doch. Ein Alchemielabor, da geht mein Herz auf. Guckt, schaut's euch an. Boah, sowas will ich auch haben. Bitte? Bitte? Tut bitte nichts, was die Einheimischen verärgern könnte. Sie brauchen nicht noch mehr Gründe, um uns zu hassen. Dem müssen wir auch mal auf den Grund gehen. Aber nicht jetzt. Jetzt setzen wir uns hier erstmal hin. Schönes Bild mit Lydia da vor dem Baum. Gut, dann würde ich hier an dieser Stelle die Folge beenden. In der nächsten Folge gucken wir mal kurz an den Verzauberungstisch und den Alchemietisch, ob wir da irgendwie was herstellen können noch. Gut, Alchemie haben wir vorhin zuerst gemacht, aber an den arkanen Verzauberungstisch gehen wir da mal ran. Und dann sollen wir ja mit dem Ork, mit dem wir ja schon mal gesprochen haben, nochmal reden. Das war ja beim letzten Mal nur sehr sporadisch, weil wir gehofft hatten, dass wir bei ihm Sinnvolles kaufen können. Na gut, die Bücher an sich sind ja bestimmt auch sinnvoll, aber... Wir hatten was Bestimmtes gesucht, das hatte er nicht. Jedenfalls müssen wir dann nochmal mit ihm quatschen. Ja, ich höre schon auf zu... Okay, bis zur nächsten Folge darfst du ihn benutzen. Danach müssen wir aber ran, okay? Okay, Bro, dankeschön. Danke an euch, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Skyrim.